21. Februar 2024. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe D&E Plus News. Warum spreche ich das Datum so deutlich an? Heute berichtet ein Tech-Riese Nvidia. Gestern hat ja der Riese, der mit 1.700 Milliarden US-Dollar in der Marktkapitalisierung steht, ja den S&P bewegt. Da ist ein Riese in Bewegung gekommen und der S&P hat gestern um ca. 5% korrigiert. Das nehme ich auch zum Anlass für das heutige Webinar mit dem Namen Der Rückenwind bläst ins Gesicht. Und Sie sehen schon den Widerspruch in dem Titel. Der Rückenwind der Ökonomie, der amerikanischen Wirtschaft, die weiterhin wächst, der stabile Arbeitsmarkt, all diese Themen blasen, wenn Sie so wollen, der Notenbank ins Gesicht. Noch einmal herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Sie erhalten wie immer die Folien im Download und wenn Sie Fragen haben, freue ich mich und werde versuchen, im Laufe des Webinars darauf einzugehen. Ja, was haben wir zu erwarten von der amerikanischen Notenbank? Und wir hatten letzten Monat ja Inflationszahlen bekommen. Wir haben die Wachstumszahlen aus dem dritten Quartal 2023 bekommen. All diese Dinge haben dazu geführt, dass die Notenbank ihre mögliche Zinssenkung, ihre erste, die ja schon von März auf Mai verschoben wurde, nun von Mai auf Juni verschoben wurde. Und das ist schon erstaunlich, muss ich sagen, dass, vielleicht können Sie sich erinnern, in den letzten Webinaren im Jahr 2023 habe ich mal so ein bisschen anklingen lassen, was es eigentlich bedeutet, mit Zinssenkungen zu kalkulieren und wie groß die Enttäuschung sein könnte. Möglicherweise, natürlich war das eine gewisse Spekulation zu sagen, von 6 eingepreisten Zinssenkungen runter von 0 bis 2 zu spekulieren. Aber aktuell sieht es danach aus, wenn Sie so wollen. Also wir werden sicherlich Zinssenkungen sehen. Aber Stand heute ist die erste Zinssenkung eingepreist für Juni, für Mitte des Jahres. Und Sie wissen, wir kommen dann schon so langsam in die heiße Phase des US-Wahlkampfes und da wird die Notenbank sich wahrscheinlich sehr bedeckt halten, was Zinspolitik betrifft. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es wird Enttäuschungen geben auf der Zinsseite. Und das ist genau dieser Rückenwind der Ökonomie, der jetzt aktuell der Notenbank ins Gesicht bläst und vor allem auch den Teilnehmern am Markt, die auf Zinssenkungen spekuliert haben. Ich versuche Ihnen das zu erklären anhand der Daten, fundamental, monetär und markttechnisch, aber lassen Sie mich am Anfang erstmal auf das Thema eingehen, was ist an den Märkten passiert oder was haben wir gesehen. Also wir sehen sicherlich einen sehr, sehr stabilen japanischen Markt. Das ist auch geschuldet dessen, dass der japanische Yen immer noch abwertet. Die Inflation ist wieder ein Stück weit zurückgekommen. Auch hier gab es viele Spekulationen, dass der Yen jetzt stärker wird. Ja, offensichtlich ist der Markt geprägt von Enttäuschungen. Und was ist aber in den weiteren Industrienationen wie Europa und Nordamerika gab, das sehen Sie hier in dieser Grafik, dass wir seit dem 26. Oktober nur noch eine Richtung kennen und das ist Richtung Norden. So, geht es jetzt so weiter? Nun, die Frage ist immer, was zieht denn den Markt nach oben? Und speziell im amerikanischen Markt, Sie haben ja das Thema der Magnificent Seven gehabt im letzten Jahr. Da sind jetzt noch 4 übrig geblieben, die den Markt nach oben ziehen. Und dann haben wir letztes Jahr verkündet, ja, die Marktbreite ist zurückgekommen. Was ein tolles Signal ist, weil es ist schwierig, wenn der Markt nur von wenigen Aktien nach oben getrieben wird. Und das Blatt hat sich leider wieder ein Stück weit gewendet. Ich versuche Ihnen das mal hier an dieser Grafik zu zeigen. Das heißt, wir sehen hier den tollen Anstieg der Börsenkapitalisierung im S&P 500. Und wenn man hier das Hoch sieht vom Juli 2023 und jetzt hier das vom Juli 2023 hier einzeichnet, das ist nämlich der sogenannte gleichgewichtete S&P, dann sehen Sie schon den Unterschied. Also die börsenkapitalisierten Unternehmen oder die Börsenkapitalisierung im S&P, blaue Linie, ist deutlich nach oben gegangen. Und wenn man das Ganze gleichgewichtet, das heißt, die Unternehmen alle gleichsetzt zwischen Gewinnern und Verlierern, dann sehen Sie hier einen großen Unterschied. Das heißt, die Breite hat verloren.
die Breite ist leider nicht mehr so stabil, wie wir es noch im Jahr 2023, vor allem im letzten Quartal gesehen haben. Und das ist ein Thema, was wir tatsächlich ein Stück weit berücksichtigen sollten bei unseren Überlegungen, ob der Markt jetzt korrigieren kann, ob er ein Stück weit zurückkommt oder ob es bei dieser Euphorie bleibt. Ich will jetzt gar nicht pessimistisch sein. Sie wissen, ich bin von Haus aus ein sehr optimistischer Mensch. Und die Voraussetzungen für ein gutes Aktienjahr, für ein gutes Rentenjahr sind nach wie vor gegeben. Und ich bleibe auch bullisch für dieses Jahr. Aber wir hatten auch gesagt, dass man mit Volatilität rechnen muss in diesem Jahr. Und das könnte durchaus jetzt rein saisonal nicht unbedingt jetzt losgehen. Es ist ja auch logisch, dass der Februar, Sie wissen ja, die zwei letzten Februarwochen sind von Haus aus die schlechtesten 14 Tage im ganzen Jahr, rein statistisch gesehen. Also auch hier bewegt sich alles im normalen Bereich. Heute kann das alles schon Makulatur sein. Wenn Nvidia tolle Zahlen liefert, dann ist ja die 800 nicht mehr weit. Rein markttechnisch kann man das noch erreichen. Aber ich will jetzt gar nicht auf diese Aktien eingehen, auf die Einzelaktien. Und ich bitte das auch hier an der Stelle nochmal deutlich zu betonen. Keine Empfehlung für diese Aktie. Einfach nur ein Thema, was hat gestern den S&P bewegt. Und das war diese Einzelaktie. Und wenn wir uns jetzt einfach mal den breiten Markt anschauen und in die fundamental monetären markttechnische Analyse reingehen, dann würde ich gerne mal das Thema fundamentaler Rückenwind mit Ihnen als allererstes besprechen. Der Markt hat ein sogenanntes Goldilocks-Szenario eingepreist. Das bedeutet, der Markt geht aktuell davon aus, wir hatten ja die ewige Diskussion, Rezession oder nicht, Softlanding, Hardlanding, da gab es verschiedene Prognosen und in der Vergangenheit war das Thema zum Schluss mit über 66% eingepreist, dass es ein Softlanding gibt. Ich glaube, über Rezession spricht irgendwie gar keiner mehr. Wir haben eine irre lange Zeit einer inversen Zinsstrukturkurve. Wir haben eine irre lange Zeit der negativen Geldmengenentwicklung, negative Überschussliquidität etc. Und all das führt in der Regel sehr garantiert zu einer Rezession und die ist ausgeblieben. Und dieses Goldilocks-Szenario, dass die Wirtschaft nur leicht wächst, so leicht wächst, dass die Notenbank sagt, okay, da können wir stimulieren, da können wir in der Zinssenkung dieses Jahr einiges bewegen, das bleibt wahrscheinlich aus. Und ja, die einzigen, die Zinsen senken könnten, rein von den Inflationsdaten, wären die Europäer, aber die werden sicherlich warten, was die Amerikaner machen. So, gehen wir es einmal kurz durch, was ich damit meine. Wenn ich sage, dass der Rückenwind ins Gesicht bläst, der Notenbank, zumindest der Ziele, was die Notenbank betrifft. Schauen wir uns als allererstes das Wirtschaftswachstum an. Sie sehen hier ganz klar die zwei großen Gewinner, das sind die Chinesen, die zwar insgesamt enttäuscht haben, weil mehr Wirtschaftswachstum erwartet wurde, aber die Amerikaner mit einem starken, Wirtschaftswachstum. Das ist bei den Europäern leider nicht zu sehen und schon gar nicht bei den bei der deutschen Wirtschaft und trotzdem steht der DAX heute bei über 17.100 Punkten. Das ist einfach nur unglaublich. Aber es wird natürlich darauf spekuliert, wann die ersten Zinssenkungen kommen und dann wird es wahrscheinlich auch die ersten Gewinnmitnahmen am deutschen Aktienindex geben. Natürlich weltweit. Und wenn der Arbeitsmarkt überrascht, wenn die Wirtschaft wächst und dann noch die Einzelhandelsumsätze ebenfalls nach oben gehen, das Konsumentenvertrauen nach oben geht, das sehen Sie hier, Konsumentenvertrauen geht nach oben, dann haben Sie hier die Einzelhandelsumsätze, die blauen Balken, die nach oben gehen. Zum Schluss waren wir bei 5,6, das ist 5,6% im Vergleich zum Vorjahr, wo das die Einzelhandelsumsätze gewachsen sind. Das sind alles Signale, wo man sich fragt, wo liegt das Problem? Und ganz ehrlich, wenn man eine Politik seit 2008 von Quantitative Easing gesehen hat, Negativzinsen oder Nullzinspolitik, wenn Sie die Abhängigkeit der Börsen jahrelang in die Richtung Notenbankpolitik gezogen haben und jetzt machen wir so eine Kehrtwende in der Notenbankpolitik und die Märkte, sorry, interessiert es kaum, dann gibt es nur eine Erklärung dafür. Es ist immer noch wahnsinnig viel Liquidität im Markt, die Anlage sucht. Eine andere Erklärung gibt es dafür nicht und wir haben sehr viel Liquidität. Und das Blatt kann sich erst nur dann wenden am Aktienmarkt, wenn es auf der Rentenseite attraktive Situationen gibt. Und ich möchte das an der Stelle nochmal klar betonen. Was ist für Aktien bullisch
Was ist für Aktien bärisch? Für Aktien ist bullisch, wenn die Wirtschaft so weit wächst, dass, oder den anders, wenn die Notenbank die Zinsen senkt, weil die Inflation deutlich runtergekommen ist und die Wirtschaft wächst, Gewinne gehen nach oben, dann ist es bullisch für Aktien. Wenn aber die Notenbank die Zinsen senkt, weil die Wirtschaft sich stark abkühlt in der Breite und die Gewinne zurückgehen, dann ist das bärisch. Und genau dieses Szenario ist aktuell völlig unklar. Aktuell sieht es danach aus, dass wenn die Ökonomie sehr stabil läuft in den USA und wir eher eine Zinssenkung dann auf der Inflationsseite sehen. Nur die Inflation ist ja, wie Sie wissen, hochgekommen, beziehungsweise nicht weiter gefallen. Auf die gehen wir dann der monetären Sichtweise nochmal ein. Und deswegen hat sich jetzt das Ganze verschoben von Mai auf Juni, was die erste Zinssenkung betrifft. Da kann noch viel passieren bis zum Mai, aber Stand heute dürfen wir auch im Mai nicht mit einer Zinssenkung rechnen. So, bleiben wir noch ganz kurz fundamental bei den Arbeitslosenzahlen. Das finde ich sehr spannend, muss ich sagen, weil wir hier eine Situation haben, die echt sehr erstaunlich ist. Wir sehen hier die 3,7% Arbeitslosenquote. Das ist in den USA Vollbeschäftigung. Wissen Sie, aufgrund der Situation bei den Amerikanern, dass die Amerikaner oft dem Arbeitsplatz hinterherreißen, gibt es Arbeitslosenzeiten, das heißt unter 4% kann man von Vollbeschäftigung sprechen. Und wenn man sich dann noch parallel anschaut, wie die Partizipationsrate nach oben geht, also von den Amerikanern, die sich tatsächlich arbeitssuchend melden, da geht es ja nicht um Arbeitslosengeld wie in Deutschland, sondern da geht es darum zu sagen, okay, über 62% sieht wieder eine Chance, also der Nichterwerbstätigen sieht wieder eine Chance, einen Arbeitsplatz am US-Markt zu bekommen. Und deswegen suchen sie oder sind sie arbeitssuchend gemeldet. Und trotz dieser Erhöhung der Partizipationsrate ist die Arbeitslosenquote super stabil geblieben. Und das ist eigentlich das Erstaunliche. Und wenn Sie dann noch sehen, wie die neu geschaffenen Stellen hier seit längerer Zeit stark unterstützt positiv sind und das auch so bleibt, trotz dieser Situation, die wir da haben, dann muss ich sagen, ist die Wirtschaft unterschätzt worden in den USA und diese Unterschätzung spiegelt sich jetzt in diesem Aufwärtstrend wieder. So, was ein Problem ist, ist diese 5,2 hier. Sie sehen immer noch, auch wenn es runtergekommen ist, dass die Löhne und Gehälter außerhalb der Landwirtschaft sich mit 5,2% nach oben verändert haben. Das ist inflationstreibend und da muss man sich überlegen, wie stark ist der Einfluss. Ja, hier kommt noch mal eine Frage zur Staatsverschuldung. Ja, das ist ein Thema, gar keine Frage. Ich meine, ich habe das im letzten Webinar auch gesagt, wenn der größte Haushaltsposten in den USA inzwischen die Zinsbelastung ist, dann ist das natürlich ein Thema, was man nicht einfach ignorieren sollte, wegschauen sollte, sondern da haben wir natürlich einen Blick drauf, gar keine Frage. Und irgendwann kommt vielleicht mal jemand und stellt die Bonität der Amerikaner in Frage, aber noch ist es nicht so weit. Und Sie können sich vielleicht auch erinnern an die Prognose, die ich gesagt hatte, dass wir eventuell eine ähnliche Situation am Anleihemarkt sehen wie in der Finanzkrise, wo die Zinsen bei Beginn des Plateaus gefallen sind, die Zehnjährigen, und wir dann aber dann nochmal einen Anstieg gesehen haben. Ich bin hier gerade nochmal am Aufrufen, wo die Zehnjährigen heute stehen. Ja, jetzt sind wir schon wieder bei 4,27, fast bei 4,3. Wir waren mal bei 3,8. Beziehungsweise bei 3,78. Sie sehen schon, wir waren also in der Spitze bei 5, sind runter auf 3,78 in der Tiefe. Jetzt sind wir schon wieder bei fast 4,3. Also Sie sehen, das war gar nicht so weit hergeholt, was ich damals gesagt habe, dass die Zinsen nochmal ansteigen können. Und das ist natürlich negativ für den Rentenmarkt und bullisch für Aktien. Und deswegen ist es, bleibt es, es ist dabei immer noch die gleiche Meinung, die wir vor vielen Monaten schon haben. Das Jahr 2024 steht im Zeichen der Mischportfolios. So, gehen wir mal in die, also fundamental ist alles klar, Wirtschaft brummt in den USA. Ich übertreibe es mal ein bisschen, aber die ist sehr stabil. Da ist unheimlich viel Rückenwind da. Dieser Rückenwind bläst der Notenbank ins Gesicht, bläst all denen ins Gesicht, die mit Zinssenkungen sehr stark spekuliert haben, auch auf der Rentenseite. Und das Thema monetäre Entwicklung schauen wir uns jetzt mal etwas näher an.
Der Markt lebt ja immer von Erwartungshaltung und von den Enttäuschungen oder Überraschungen. Das heißt, entweder gibt es eine Enttäuschung, dann wird der Markt nach unten korrigieren, wird positiv überrascht, dann geht es nach oben. So haben wir das auch gesehen im Januar, als dann die Quartalszahlen von 2023 kamen und die Wirtschaft mit 2% Wirtschaftswachstum prognostiziert wurde und dann tatsächlich mit 3,3% gewachsen ist. Der Markt hat sofort positiv reagiert. Jetzt haben wir die Situation auf der Inflationsseite. Die höhere Inflation in Verbindung mit der, wenn Sie so wollen, zu starken Wirtschaft in den USA birgt Enttäuschungspotenzial. Jetzt haben wir von 6 Zinssenkungen nur noch 5 eingepreist, aber selbst die, ich sage es einfach mal, ich, Mario Künzel persönlich, kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass 5 Zinssenkungen dieses Jahr noch kommen, zumal es schon wieder nach hinten verschoben wurde. Ich bin irgendwie so ein bisschen auch allein mit meinen 2 Zinssenkungen, die ich da mal in den Raum geworfen habe. Ich will es auch gar nicht, es geht auch gar nicht um meine Person, es geht auch gar nicht darum, was ich sage, sondern es geht darum, wie der Markt tatsächlich auf diese Themen reagiert. Und ich schaue das gerade nebenbei nochmal in den Chat. Ja, das Thema Emerging Markets ist natürlich ein Problem. Klar, wenn die Zinsen steigen, auch da haben wir, die natürlich stark im US-Dollar verschuldet sind. Auch das ist ein Thema, was man berücksichtigen muss. Der Markt preist aktuell noch 5 Zinssenkungen ein. Ich würde heute mal behaupten, Stand heute kommt dieses Jahr nicht. Wenn wir 2, 3 Zinssenkungen haben, wird es wahrscheinlich viel werden. Aber selbst die müssten dann in irgendeiner Form begründet werden. Und wenn die Wirtschaft so stark bleibt, und wir haben Wahljahr, da ist in der Regel sehr starke Aufbruchstimmung auch bei den Amerikanern, da kann es zu der einen oder anderen negativen Überraschung kommen. Schauen wir uns das mal an. Break-Even, mit dem sogenannten Break-Even-Inflationsdaten aus den USA. Was wir zuletzt gesehen haben, ist, dass die Inflationserwartungen sich in 2023 weiterhin stabilisiert haben. Sowohl auf 2, 5, 10 und 30 Jahre sehen Sie hier schon eine gewisse Stabilisierung. Das heißt eigentlich nichts anderes, als dass der Markt sich einheitlich jetzt davon ausgeht, dass die Zinsen, dass die Inflation nicht mehr großartig nach oben gehen wird und dass wir zumindest in den nächsten 5 Jahren oder sogar in den nächsten 2 Jahren wieder deutlich unter die 3% kommen. Sie wissen ja, der letzte Step, so die letzte Meile ist immer die schwierigere, von 9% runter auf 3%. Das können Sie mit einer sehr aggressiven Notenbankpolitik erreichen. Aber dann von 3% runter auf 2, da wird es schwierig. Und das Thema, was wir haben, ist aber in erster Linie das Konsumentenvertrauen. Und wenn sich die Inflationsdaten jetzt hier so stabilisieren, wie sie sich stabilisiert haben, also wenn sie sich quasi in den Köpfen der Teilnehmer verankern, dann ist es auch gut, vor allem im Konsumentenbereich, dass wir wieder auch Konsum sehen. Und ich habe es Ihnen ja vorhin in einer Folie gezeigt, das Vertrauen der Konsumenten kam ein Stück weit zurück. Wie sieht es aus mit der Inflationsentwicklung insgesamt? Was wir aktuell gesehen haben, ist hier diese oberen Balken sind von sehr, sehr stark ansteigend jetzt ins Negative gedreht. Das ist der Energiesektor. Der Energiesektor wirkt also jetzt deflationär. Und wenn wir jetzt die 3,4% mal hernehmen und die 3,4% jetzt als Core Investment, also Kerninflation ausrechnen, dann ziehen wir die 0,4 hier ab, dann sind wir bei 3,0. Das ist nämlich der Food-Bereich, der unter der Kerninflation nicht berücksichtigt wird. Und dann rechnen wir die minus 0,1 noch oben drauf, dann sind wir bei 3,1% Kerninflation. Und solange das der Fall ist, also solange wir über 3% bleiben und deutlich über 3% bleiben, wird es, weil die Fed ja 2% nach wie vor als Ziel erklärt hat, nicht viel passieren auf der amerikanischen Notenbankpolitik-Seite. Es ist verrückt, ich muss Ihnen das sagen, ich habe das auch lange nicht erlebt oder eigentlich, ja, ich habe Ihnen ja immer gesagt, solange der S&P oben ist und der Energiepreis und die Energiepreise unten, und das ist jetzt der Fall, der S&P ist bei über 5000 Punkten. Die Energiepreise sind runtergekommen, sie wirken sogar deflationär auf die Inflation. Und dann müsste eigentlich der Präsident, der aktuell an der Macht ist in den USA, ganz spielend wiedergewählt werden. Aber wenn Stand heute eine Wahl wäre, würde Joe Biden mit Pauken und Trompeten abgewählt werden und Donald Trump wäre der nächste US-Präsident. Also das ist schon verrückt, die Entwicklung. Und da sieht man doch mal, dass auch bei den Amerikanern das Vertrauen in diese Situation, dass es so bleibt, dass der Rückenwind Joe Biden, dass er den aufrechterhalten kann in der Wirtschaft, relativ gering. Also
Man schaut offensichtlich auch bei den Amerikanern inzwischen sehr deutlich mal hinter die Kulissen. Wie sieht es denn in Europa aus? In Europa haben wir die Situation, dass wir durchaus, wenn man jetzt mal die Inflationsentwicklung sich anschaut, durchaus jetzt aufgrund auch der Rezessionsthemen, die wir in Europa haben, aufgrund der sehr stark abgekühlten Wirtschaft, könnte man durchaus die Zinsen senken. Also rein datenabhängig gesehen müssten die Europäer sogar vor den Amerikanern die Zinsen senken, wird aber aktuell nicht passieren. Frau Lagarde hat es mehrfach betont, sie möchte erst die 2% Inflationsrate stabil für einen gewissen Zeitraum sehen, dann rechnet sie mit Zinssenkungen. Das ist natürlich sehr gesichtswahrend, was sie da sagt. Sie meint eher, wir warten, bis die Amerikaner das erste Mal die Zinsen gesenkt haben und dann machen wir das auch. Ein bisschen Sarkasmus von meiner Seite, aber es ist am Ende des Tages wohl nicht ganz unwahr. Was treibt die Inflation ein Stück weit nach oben? Die Löhne sind ein Thema und natürlich der Konflikt im Nahen Osten. Sie haben hier das Thema auch, was den Schiffsverkehr auf dem Roten Meer betrifft. Die Containerfrachtraten sind schlagartig nach oben gegangen. Ist Ihnen bekannt? All das führt ein Stück weit aktuell zu einer neuen Inflationsangst. Deswegen ist es durchaus begründbar, dass die Notenbanken noch ein wenig abwarten mit ihrer Politik. Interessant ist trotzdem, dass der Markt da völlig unberührt bleibt von und sagt, naja, ist dann so. Dann, solange wir Unternehmen finden am Markt, die robuste Geschäftsmodelle haben, so ein bisschen von der Ökonomie unabhängig sind, Thema KI, ein ganz großer Trend, ich habe mich mit dem Thema intensivst beschäftigt, der wahnsinnig viele Möglichkeiten für die einzelnen Unternehmen mit sich bringt, dann ist das schon ein Kurstreiber aktuell, der nochmal unterstützt. Ob das so bleibt, wir werden sehen. Auch hier müssen die Unternehmen liefern. Es gibt die Diskussion jetzt schon mit dem Vergleich zur Dotcom-Blase. Da möchte ich ein bisschen Abstand nehmen von, sage ich Ihnen ganz ehrlich, weil in der Dotcom-Blase, im Nachhinein wissen wir, dass ganz viel heiße Luft in der Kommunikation war. Die Unternehmen hatten überhaupt keine Substanz, haben auch keine großartigen Gewinne gemacht, waren einfach hoch bewertet. Das sieht jetzt schon ein Stück weit anders aus. Also die Unternehmen, die wirklich massiv wachsen, deren Titel ich jetzt gar nicht alle nennen möchte, die sind stark unterstützt durch eine super Substanz, durch viel Liquidität und durch Geschäftsmodelle, die bereits Ertrag erwirtschaften. Also da gibt es schon nochmal einen großen Unterschied zur Dotcom-Blase. Negative Stimmen gibt es trotzdem. Und da sind wir auch schon bei der sogenannten Markttechnik. Also fundamental sieht es recht gut aus. Monetär, naja, gibt es Enttäuschungen aufgrund der Zinssenkungserwartungen in den USA. Und markttechnisch sieht es so aus, dass wir jetzt eine Art Euphorie, möchte ich gar nicht sagen, aber es ist schon teilweise sehr, sehr hohe Indikatoren sehen, die eher zur Vorsicht mahnen. Vielleicht ist das der bessere Begriff, zur Vorsicht mahnen. Was meine ich damit? Fangen wir mal an mit dem ersten Indikator, die Investment Manager Umfrage hier, die National Association of Active Investment Managers, die also befragt werden, wie hoch denn ihr Engagement im Aktienbereich ist. Und da sieht man schon, dass das Index-Exposure sehr hoch ist. Und das ist eher so ein Thema, wenn es lange genug hoch ist, so wie hier, dass man dann eher mit Rückschlägen rechnen muss. Also eher dann, es ist vielleicht ein Beginn von einer, das ist auch saisonal alles sehr abhängig. Es kann durchaus sein, dass wir jetzt bis Mai, so klassisch noch die nächsten 1-2 Monate, noch einen starken Markt sehen und dass dann erst die Märkte korrigieren. Also ich will einfach nur Ihnen ja im monatlichen Update die Entwicklung zeigen. Ich habe unheimlich viele Fragen heute im Chat. Ich werde nicht alle beantworten können, aber ich gucke immer wieder mal drauf, auch zum Thema US-Dollar. Ja, der US-Dollar ist jetzt ein Stück weit stärker geworden durch die Inflationszahlen, aber kommt schon wieder zurück. Der Euro wird wieder leicht stärker. Also US-Dollar im Verhältnis zum Euro ist allein ein Webinar wert, darüber zu sprechen. So, also das Exposure ist hoch. Die Barquoten sind niedrig bei den Fondsmanagern. Wenn man sich mal in der Gesamtübersicht das anschaut, das finde ich sehr interessant, muss ich sagen. Dann sieht man hier eine schöne Tendenz und zwar genau, ich versuche das mal hier einzuzeichnen, das war ziemlich genau letztes Jahr, Mitte des Jahres, wo wir das im Juni, im Juli gab es ja letztes Jahr
das Thema, dass wir den Markt leicht korrigiert hat. Im S&P ging es dann deutlich runter. Und das sehen wir hier quasi davor. Ganz schwer zu sehen, aber ich zeichne es mal ein. Und dann ging es wieder nach oben. Dann sehen wir schon, dass die Aktienquote, zack, nach oben, die Anleihenquote, zack, nach oben und die Cashquote, zack, nach unten. Sie sehen, dass wir hier in der Umfrage ganz klar sehen, wie hoch sind die Quoten. Und die Quoten sind in den Asset-Klassen Anleihen und Aktien gestiegen und bei Cash runter. Und das Blatt, weiß ich nicht, ob sich das jetzt wendet, aber die Frage ist, wie stark ist oder wie bullish sind die oder wie stark sind die Bullen noch und wie viele Bären gibt es inzwischen am Markt? Die Frage stellt sich hier auch beim Bullish-Konsensus auf Aktien, der sehr, sehr hoch ist im Verhältnis zu den letzten 10 Jahren, haben wir wieder ein tolles Hoch erreicht. Da können wir sicherlich eine Weile verharren, aber viel höher, ob es noch viel höher geht, wahrscheinlich nicht. Und jetzt kommt das Interessante. Wenn man sich die Situation jetzt mal anschaut, bevor ich die letzte Folie zeige, hole ich vielleicht noch mal ein bisschen aus. Wenn man sich die Situation anschaut, das hat ja keiner für möglich gehalten, dass die Wirtschaft so stabil bleibt. Wir diskutieren ja schon seit März 2022, wo die Zinsentwicklung nach oben losging. Wann kommt die Rezession? In Europa kam sie dann relativ zeitnah, in den USA blieb die Spekulation bis heute fruchtlos. Allen Prognosen zum Trotz hat der Markt sich extremst stabil gehalten und ist jetzt in einer gewissen Euphorie und man fragt sich, welche Assetklasse ist jetzt die richtige? Und da kann ich Ihnen sagen, das, was wir letztes Jahr schon gesagt haben, dass Mischportfolios wahrscheinlich den meisten Rückenwind bekommen werden, das zeigt auch die letzte Folie, die ich Ihnen heute mitgebracht habe, sehr deutlich. Und lassen Sie mich das hier an der Stelle nochmal erklären. Es wird darauf ankommen, wie gesund die Mischung der Assetklassen dieses Jahr gemacht wird. Ich kann es pauschal sagen. Wenn Sie ganz pauschal in die Aktienwelt hineingehen und sagen, okay, wir haben robuste Aktien im Portfolio, die unheimlich viel eine unheimlich gute Auftragslage haben, vielleicht von der Konjunktur ein bisschen unabhängig sind, eine gewisse eine hohe Rentabilität haben, hohe Margen haben, möglicherweise noch die Chance haben, Kosten zu senken und dadurch die Margen anzuheben, dann sind Sie auf der Aktienseite gut aufgestellt. Und wenn Sie auf der Anleihenseite jetzt alles, gehen wir bei den 10-jährigen US-Treasuries mal rein, zwischen 4% und 5%, wo die Anleihe sich bewegt, können Sie sich sicherlich gut einkaufen und die Duration ein Stück weit nach oben treiben. Aber wenn Sie sich dieses Feld hier anschauen, also die Rendite der US-Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die Rendite der US-Aktien und die Rendite der 3-monatigen US-Staatsanleihen, dann sehen Sie etwas in der Historie der letzten 10 Jahre, was es bis dato nicht gegeben hat. Die Renditen haben sich verdichtet, die sind zusammen. Also die Aktien waren immer sehr, sehr attraktiv, logischerweise bedingt der Notenbankpolitik. Die Anleihen, ja, ging so und die Investment-Grade-Unternehmensanleihen ging so und die Staatsanleihen ebenfalls niedriger in der Rendite. Klar, nachvollziehbar, vor allem in dieser Phase hier. So, und jetzt ist es passiert, jetzt verdichten die sich. Also das heißt, ich mache das hier mal ein bisschen deutlicher, damit Sie das nochmal etwas deutlicher sehen. Machen wir das mal wieder raus und dann wieder rein. Sie können einen Haken machen an die guten Renditen der Investment-Grade-Unternehmensanleihen. Sie können einen Haken dran machen an der Rendite der US-Aktien und Sie können einen Haken dran machen, auch selbst bei kurzfristigen Staatsanleihen. Wenn Sie also hier ein Mischportfolio in diese Richtung aufbauen, sollten Sie in diesem Jahr relativ gut sich entwickeln können. Und wir haben das ja, das ist ja die Theorie, jetzt gehen wir mal in die Praxis rein. Haben wir das gemacht? Ja, wir haben jetzt hier beim Zins und Dividende aktuell 3,5% gewichtete Dividendenrendite, 4,68% auf der Anleihenseite und das Ganze abgesichert, wenn Sie so wollen, abgesichert in Anführungsstrichen, aber eine Rückendeckung von 5,22% Cashflow-Rendite. Das heißt, das ist eine vernünftige Konstellation. Und wenn Sie da noch eine kleinere Duration haben, noch gar nicht so weit aufgebaut sind, also hier noch Chancen haben, etwas aufzubauen, dann ist das eine gute Sache. Und wir müssen ja hier compliance-technisch Ihnen auch Chancen und Risiken zeigen. Und dann gucke ich mir die Risiken an. US-Dollar-Risiko. Okay, wir sind Euro-Anleger. Der US-Dollar, den kann man zwar absichern, aber
wenn die Wirtschaft so läuft, wo wird das Geld hinfließen? Was glauben Sie, Richtung Dollar? Möglicherweise. Paddeln sich wir wieder als Euroanleger davon, wenn wir in den USA investiert sind? Ja, tun wir. Was ist das nächste Risiko? Das nächste Risiko sind, dass der Wert einer Anlage steigen und fallen kann. Ja, das kennen Sie, na klar. Volatilität wird kommen. Aber was ich Ihnen gerade gesagt habe, aufgrund dieses Mischportfolios, können Sie eigentlich auch hier mit der Volatilität, zumindest kurzfristig, gut agieren als Fondsmanager. Zinsen und Dividenden sind natürlich nicht garantiert, klar, aber auch einschätzbar. Ich kann jetzt ewig so weitermachen, brauche ich jetzt gar nicht. Sie wissen, worauf ich hinaus möchte. Das Thema, was wir haben, ist, aktives Management ist aktuell in einem Bereich, und wir sehen es beim Zins und Dividende, der liegt mit 3,8% vorne im Jahr 2024. Und wir haben gerade mal Februar. Sie sehen, wie stark diese Mischportfolios an sich gefragt sind. Und das Thema werden wir wahrscheinlich nicht ändern in diesem Jahr. Man weiß nie, was passiert. Aber gehen wir es nochmal kurz durch. Was spricht für Dividenden? Was spricht für Zinsen? Anleihen sind attraktiv verzinst, die ein gutes Rating haben. Und dann haben Sie noch sogenannte Kursgewinnchancen. Und auf der Aktienseite haben Sie einen guten Inflationsschutz mit vernünftigen Dividenden. Und wenn Sie da noch Ertragschancen auf der Growth-Seite haben, umso besser. So, die Zeit ist um, meine Damen, meine Herren. Sorry dafür, dass ich nicht auf alle Fragen eingehen konnte. Ich werde es mir nochmal in Ruhe anschauen. Das sind heute wirklich sehr, sehr viele Fragen. Aber wir hören uns wieder am 31.03. Das erscheint mir relativ spät. Ah, nee, sorry, am 13. März. Man muss richtig lesen können. Also hier unten steht es. Am 13. März bin ich wieder für Sie da. Ich hoffe, bis dahin haben wir ein paar neue Erkenntnisse, weil die Berichtssaison dann weitestgehend abgeschlossen ist. Aber wenn Sie bis dahin Fragen haben sollte, scheuen Sie sich nicht, da steht meine E-Mail-Adresse mario.künzel@d&e.de. Scheuen Sie sich nicht, mich mal anzuschreiben. Ich versuche dann die E-Mails auch zeitnah zu beantworten. Auf jeden Fall wünsche ich Ihnen jetzt erstmal alles Gute. Lassen Sie es gut gehen. Genießen Sie die hoffentlich bald beginnende Frühlingszeit, zumindest was das Wetter betrifft. Und bleiben Sie auf jeden Fall gesund. Alles Gute, Ihr Mario Künzel.